Jo, die Aufnahme startet schon und ich werde euch mal kurz mal was zum Guten tun. Also guten Tag, unser Clan ist im Aufbau und wir suchen kompetente Spieler. Clanname, dies ist ein Clan, der seit dem 16.06.2020 besteht und im Aufbau aktive und kompetente Spieler sucht. Wir sind ein Team und erwarten im Clan deine Mitarbeit. Regeln, sei aktiv, ansonsten führt das zum Kick. Wer auf Grün ist und im CW dabei ist, muss ein bis zwei Angriffe machen. Okay, viel mehr kann man auch nicht machen als zwei. In dem Clan-Spielen solltest du bei Teilnahme mindestens die Hälfte der Punkte erreichen. Das wird schwierig, weil man kann maximal so 4.000 bis 5.000 Punkte machen. Wenn du jetzt 50.000 Punkte machen musst mit dem Clan, wird es schwer, die Hälfte zu machen. Die Beförderung ist bei Aktivität, Teamarbeit, Spenden im Team gegeben. Klarname, Klarname, Anführer seit kurzem der, aber es übernimmt dann jemand anders. Und was euch noch gesagt sei, wir werden die Chat-Aktivität in einer Tabelle festhalten und wer am Ende der Season nicht mindestens 14.000 Zeichen geschrieben hat, Kick. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, das war jetzt mal so ein Auszug aus meinem Kanal, aus einer, naja, ich sag's mal, aus einem Kanal-Kommentar, den ich allerdings nicht freigegeben habe, weil er in das Wiki verlinkt und da weiß ich nicht, ob die vom Wiki da so begeistert sind, dass einfach irgendwas wo verlinkt wird und dann nach dahin zeigt. Deswegen habe ich diesen Beitrag nicht freigegeben. Andere Werbung gebe ich immer frei. Also wenn jemand schreibt, Klarname, bewerbt euch, Kürzel und gut ist, dann ist mir das immer recht, wenn ich so ein bisschen den Globaldussel spiele hier, weil die anderen lassen es vermutlich nicht zu. Denn ihr seid vielleicht auf dem Kanal hier nicht ganz richtig, denn das ist ja so ein bisschen so der Underdog-Kanal hier und so viele Views habe ich nicht. Also bei den anderen wäre diese Werbung etwas besser aufgehoben. Aber sei es drum. Wir wollen heute ein bisschen Clash of Clans fehlen und wir haben uns aber schon erstmal, überhaupt habe ich mir vor Tagen schon die Rollator Queen hier freigeschaltet, die Queen hier freigeschaltet, Robokönigin. Und die will ich jetzt auch mal sehen, muss ich sagen. Die will ich auch wirklich jetzt mal sehen. Wir equippen mal das Ganze. Die ganze Skin wechseln. Wir equippen mal hier die ganze komische Skin-Art hier und nehmen auch sie hier mal jetzt in die Pflicht. Da ist sie. Okay. Ich bin echt mal gespannt, wie das jetzt gleich aussieht. Und ich muss vor allen Dingen live failen. Das ist viel, viel wichtiger. Ich muss hier noch live failen im Clankrieg. Habe gar keinen Plan, wie ich angreife. Also keine Veränderung hier beim Toto. Hatte mir allerdings ein anderes Ziel ausgesucht, nämlich die 8. Aber da der Baba hier auf die 7 nicht erfolgreich war, nehme ich mir jetzt mal die 7 und dann vielleicht noch die 8, weil der Baba kann die 8 nicht mehr, kann er die 7 machen. Gucken wir mal rein oder wir gucken gerade live rein bei Mortus. Okay, oh, Mortus ist fertig. Mortus ist fertig. Wir spähen mal. Ich habe so einen kleinen Plan. Ich weiß noch nicht, ob der funktioniert, Leute. Aber wenn man gar keinen Plan hat, ist das auch nicht so gut. Okay, wir gucken mal rein. Ich habe zwei Fries, ich habe ein Heil, ich habe das, das, das. Babydrache da angreifen. Wir gehen mal rein und wechseln jetzt als erstes schon mal die Karre und unseren Warden, der steht auf Boden. Das ist perfekt. Da soll er auch hin. Und ich wollte mir eigentlich hier so einen Miner nehmen oder zwei, die hier so ein bisschen rumfahren. Und wir nehmen jetzt hier, glaube ich, mal. Oh, habe ich das gar nicht gesehen, dass man uns da trollt. Das ist natürlich nicht so gut, aber ist auch nicht so schlimm. Denn ich möchte hier ganz gerne mit dem Queen Charge Richtung Rathaus kommen. Dafür sollte eigentlich die Queen jetzt den richtigen Weg machen. Oder das macht sie auch. Perfekt. Gut, Mauerbrecher hier rein. Und da schießt schon mal der Inferno auf meine Queen. Das sollte auch so sein, ja. Das sollte auch so sein. Ich darf sie nur nicht verlieren, denn die soll mir nur das Rathaus eigentlich holen. So, da ist der ist auch schon mal da, Geschichte. Wunderbar. Ich weiß im Moment gar nicht genau, was hier in der Clanburg drin ist. So, da ist der Inferno-Geschichte, aber wir kriegen die Clanburg gar nicht, ne? Naja, dann lassen wir die Queen noch ein bisschen laufen, würde ich sagen. Wir lassen die Queen noch ein bisschen rennen. Und denn dort werden jetzt schon mal meine Heiler eliminiert. Okay, so war das nicht geplant. Die Queen sollte eigentlich andersrum laufen, aber mal gucken. Mal sehen. Ist ja noch nicht alle Tage Ende und wir gehen hier aber jetzt schon mal hier schon mal rein. Nicht, dass wir jetzt gleich so ein kleines Zeitproblem bekommen. So,
Jetzt muss ich mal gucken. Oh, das. Meine Queen hat es jetzt aber dahin gerafft. Okay. Und na dann muss ich jetzt schon mit meinem Hybrid-Part hier rein. Allerdings muss ich jetzt meine Queen. Ich rätsche sie nochmal. Ich rätsche die Queen nochmal. Der Hund tut mir jetzt erstmal nicht ganz so weh. Und jetzt müssen sie hier meine anderen Truppen hier reißen. Worden dahinterher. Oh, das ist nicht ganz einfach für meine Queen. Okay. Aber ich habe ja noch ein bisschen was im Petto hier. Gucken wir mal, dass es wenigstens 2 Sterne werden. Das war nicht so geplant, Leute. Die sollten eigentlich so ein bisschen anders sich da verhalten. Und jetzt habe ich da noch, okay, aber die Bogenschützen machen das da. Alles klar. Na, das werden trotzdem keine 3, glaube ich. Das werden leider trotzdem keine 3 Sterne. Das bleibt bei 2. Da sollte meine Queen eigentlich anders laufen. Ach, ärgerlich, sehr ärgerlich. Da sollte wirklich meine Queen anders laufen. Das ist jetzt ja special ärgerlich, würde ich sagen, dass das nicht ganz reicht am Ende. Ja, da ist noch ein bisschen viel offen hier, die ganzen Skelette, die ich jetzt noch an der Hacken habe. Der Warden stürzt sich hier auch voll ins Getümmel und die werden noch mal nach außen gezogen. Es sind einfach zu viele Skelette. Scheiße. Okay, ein Hock weiter. Do it. Nein, er tut's auch nicht mehr für uns. Okay, 85%. Live-Fail beim Toto. Okay, 8 Sekunden Zeit. Meine Queen sollte eigentlich hier so herlaufen dann, beziehungsweise sollte eigentlich hier so hätte Fahrradkette. Aber immerhin 1 Stern mehr. Immerhin 1 Stern mehr. Das ist jetzt auch nicht so schlecht, obwohl es nicht so gut ist. Aber wir führen hier 1 Stunde 20 Minuten vor Schluss. Dann mache ich jetzt nur noch die 8, denn die anderen Nummern sind jetzt schon vergeben. Und witzigerweise habt ihr gerade gesehen, das 7er war ein Rathaus 7.1, also nicht 7.1, sondern war ein Rathaus 13 in erster Ausbaustufe. Der 7er, der 8er hier ist stärker. Der hat hier ein Max-Rathaus, also in Ausbaustufe 5 und auch dahinter ein Single Inferno. Das ist nie so schlimm. Das ist nie so schlimm. Ich kann hier eigentlich die gleiche Truppenarmee nochmal nehmen. Hat einfach den Hintergrund, dass der hier keine Lufttruppen drin hat. Der hat keine Lufttruppen in der Klanburg. Der hat einen Päcker da drin und einen Eisgolem. Ich glaube, die tun mir dann nicht ganz so weh, wenn ich mit dem Hybrid-Part hier starte. Und ich baue die Armee jetzt nochmal exakt nach, würde ich sagen. Wir könnten auch die nehmen. Wir könnten auch die nehmen. Aber nee, die nehme ich nicht. Ich nehme lieber die hier und fordere jetzt nochmal das gleiche an hier, Heil, also Hox, ein Heil und eine Kaserne, denn ich wollte ganz gerne mit dem Account hier ein bisschen boosten, weil mein Labor steht im Moment, das geht natürlich gar nicht und ich Schlauberger habe aber auch mein Elex für eine Mauer ausgegeben, naja, und habe nicht gesehen, dass mein Labor gerade steht, ich muss noch die Belagerungsmaschinen alle machen, beziehungsweise eine habe ich jetzt hier auf 3, das heißt die andere muss ich jetzt auch noch machen. Und dann sehen wir uns nach einem kurzen Cut hier beim zweiten Live-Fail beim Toto wieder, würde ich so sagen. Und ich zeige euch danach aber noch einen Angriff. Oder ich kann euch den Angriff eigentlich auch vorher zeigen. Ich kann euch eigentlich auch den Angriff vorher zeigen. Ich muss mal gerade gucken. Ich glaube, er war von JJ hier oben. Den habe ich heute Nachmittag schon gewürdigt. Und weil ich ihn mir schon angeschaut habe. Also auch ein Hybrid hier auf diese, naja, so halbwegs Box-Base. Okay, vielleicht sollte ich doch beim Hybrid, na, weiß ich nicht, immer, man kann natürlich was Gewisses rausnehmen mit der Maschine, das hätte ich jetzt eben auch, hätte ich eigentlich auch machen können, aber dann habe ich die Kaserne nicht. Naja, muss man halt ein bisschen umdisponieren, aber er hat hier unten natürlich jetzt schon wichtig den Inferno rausgenommen, was nicht so schlecht war und kommt jetzt erst mit den Queen Walk Part hier, beziehungsweise soll es ein Charge werden. Ja, er hat auch die super Mauerbrecher equipped hier, die gehen auch auf die Ecke. Queen sollte ihm jetzt auch nicht rausrennen. Dafür hat er da unten gerade mal einen Magier gesetzt, der mit 1-2 Schuss das Lager mit der Queen auch schafft. Und dann zieht es die hier in die Mitte rein. Viele hatten hier einen Lavahund in der Klanburg, aber wie gesagt, mein Gegner gleich hat keinen. Der hat einen Päcker drin und einen Eisgolem. Die werden sicherlich auch wehtun, aber es ist halt keine Lufttruppe, die jetzt dann auf meine Miner und auf meine Hawkrider irgendwas loslässt. Also keine Ballons vor allen Dingen. Und dann kann man natürlich ein bisschen umplanen. Aber wir gucken hier mal weiter rein. Das heißt, ich kann gleich meinen Angriff ein bisschen schneller machen. Adler ist auch schon down. Jetzt kommt seine Clanburg raus. Ein Elektrodrache unten. Eisgolem. Okay, das ist auch mal ein komisches Pärchen. Aber die kannst du natürlich super giften, weil beide machen extremst wenig an Schaden, wenn sie vor allen Dingen auch noch verlangsamt sind. Ich würde sagen, der
der Drache schießt nicht ein einziges Mal. Der ist da einfach nur so drin, um die Queen abzuhalten. Und auch der Eisgolem war jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, wenn der einzeln ist, ist er auch nicht so schlimm. Wenn drei drin sind, dann verlangsamen die schon, weil sie alle drei natürlich nacheinander kaputt gehen. Über die Ecke geht es jetzt mit dem Hybrid-Part durch die Base hier durch. Und das hat aber sehr, sehr schick gemacht. Manchmal gucke ich nach vorne. Ich weiß, Leute, manchmal gucke ich nach unten. Wenn ich nach vorne gucke, dann gucke ich eigentlich in meine Aufnahme, was ich dann noch so hier so verzapfe, so mit an die Stirn packen und rumpopeln und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber egal. Okay, dann geht's hier mal ein bisschen weiter. Ich weiß übrigens nicht, wann ich euch diese Folge zeige. Vermutlich zeige ich euch diese Folge vor der Sneak-Folge von heute. Und fand ich übrigens auch ganz witzig, dass meine kleine, aber feine Sneak-Folge, das ist ja gar keine richtige Sneak-Folge. Ich kann euch ja gar nichts zeigen. Ich kann nur meine Meinung mit euch teilen. Also was ich vielleicht von dem einen oder anderen halte, mehr kann ich ja nicht machen, da ich euch ja nichts zeigen kann von den Truppen oder von den neuen Zauberleveln etc. Aber ich denke dennoch, kann man das ruhig mal so 10, 12 Minuten machen. Gestern, das war ja ein bisschen kürzer und deswegen kommt die, glaube ich, mal ein bisschen eher, so dass ich mir dann ein bisschen Zeit nehmen kann. Gestern lagen mir die Videos natürlich zeitlich ein bisschen nahe aneinander, weil ich auch nicht genau wusste, wann kommt jetzt endlich der Sneak hier. Nichtsdestotrotz wollen wir kurz warten. Ich habe schon wieder voll. Also kurzer Heldenreck und dann sehen wir uns gleich ganz sicher zum nächsten Fail wieder. Okay, Freunde, back to business. Und zweiter Angriff hier auf die Nummer 8. Eine Stunde, 1 Minuten hat jetzt doch ein bisschen gedauert. Ich vertrödel auch immer gerne so ein bisschen was. Wiederholung brauche ich eigentlich nicht gucken. Die habe ich schon oft genug gesehen. Allerdings ja, schwere Queen da auch noch. Okay, da müssen wir mal gucken, was wir da machen können. Wir dürfen auf jeden Fall nicht an der Stelle die Frostzauber vergessen. Ach so, halt. Doof. Doof. Abbruch. Okay, Freunde, warum habe ich eben Abbruch gesagt? Ja, weil ich noch nicht die richtige Armee hatte. Jetzt habe ich aber die richtige Armee. Jetzt habe ich die richtige Armee am Start und auch immer noch nicht. Toto, ey, was ist denn los heute Abend? Mann, immer noch nicht. So. Und auch das ist nicht die richtige Armee, Toto. Na super, das klappt ja wieder gut hier in der Aufnahme. Ich bin begeistert. Okay, so, jetzt müsst ihr da aber durch mit mir. Jetzt hat es auch lange genug gedauert. Alles klar. Dann nehmen wir die mal so mit. Und das steht da. Kaserne haben wir auch am Start. Hocks sind da drin. Da ist die Kaserne, alles klar. So, dann checken wir mal hier, dass wir hier schon mal so ein kleines Stück funneln können, dass unsere Queen gleich auch einen recht sicheren Weg hier in diese Base macht. Gucken wir mal, ganz, ganz viele Luftfallen hier, okay. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Und auch da nehmen wir schon mal so ein bisschen was raus. An der Stelle, ich habe jetzt wieder nur einen Mauerbrecher. Das könnte vielleicht ein bisschen wenig sein. Kann sein, kann ich noch nichts Genaues zu sagen. Und lass doch mal meine Heiler da in Ruhe. Mensch. Okay, dann gehen wir jetzt Richtung Rathaus hoffentlich. Nein, nicht zum Lager, Queen, nicht zum Lager. Das ist böse. Das Lager ist böse, das siehst du doch. Das ist der bessere Weg da. So, das ist in jedem Fall der bessere Weg. Und die gehen jetzt auch schön auf meine Queen. Perfekt. Wunderbar. Gefunnelt haben wir hier auch. Dann können wir hier auch weiter funneln und schicken hier jetzt schon unsere Meute rein. Gar keine Frage. So, den dahinter. Ich muss ein bisschen auf meine Queen aufpassen. Ich muss ein bisschen auf meine Queen da aufpassen, Leute. So, den Warden können wir schon mal zünden. Boah, war das gerade, das war gerade heftig eilig. Und das waren zwei Stück. Das war auch wieder doof. Das waren gerade zwei Stück, Leute, die ich da gemacht habe. Schafft die Queen das da? Ja, die Queen schafft das da in jedem Fall. Und ich habe jetzt keinen Zauber mehr. Meine Hüppis gehen da, hüppeln da noch. Okay, ich kann hier hinten schon mal ein bisschen Clean absetzen.
Kommt, Mädels, macht das da. Von der anderen Seite kommen auch noch mal die Hocks. Die Wardenaura hilft da in jedem Fall noch mal ein bisschen. Das sieht auf jeden Fall schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Allerdings sind wir auch viele Hocks gestorben. Aber ich habe jetzt noch Loons dabei. Ich habe noch ein paar Miner hier am Start. Und die Hocks aus der Kaserne sind ja ein bisschen quer jetzt eben durch die Base geritten. Und das müssen eigentlich 3 sein. Ja, komisch, ne? Gegen das stärkere Rathaus 3 und gegen das nicht so starke nur 2. Aber manchmal ist es halt so. Dann ist der Angriff ein bisschen verpeilt und dann haben wir hier wenigstens noch die 3 Sterne rausgeholt. Aber eigentlich genauso, wie ich es mir gedacht habe. Gut, dass mir die Queen da am Anfang nicht abgerutscht ist. Da müsste man ein bisschen schnell sein. Ich auch habe da gesehen, ich habe den King dafür geopfert, dass er das dicke Lager macht. Und manchmal muss man Opfer nehmen, aber der Stern gehört nochmal uns. Perfekt. Oh, Herr Stransky ist auch noch am Start. Gucken wir mal rein. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen live mit. Und auch Herr Stransky haut hier nochmal auf die 7, wo ich eben gefehlt habe, 3 raus. Ich meine, okay, ist jetzt auch 13 auf 12. Aber ist nicht so schlimm. Stern. Egal wie schmutzig. Ja, perfekt. Freut mich hier. Also wir bleiben in unserer kleinen, aber feinen Serie. Der hat auch keinen Troll-Tesla hier gehabt. Und damit haben wir nochmal in der kurzen Zeit jetzt 2 Sterne hier gerissen. Ich kann mir vorstellen, dass wir noch einen holen und der Gegner nicht mehr ganz so viel holt. Jetzt bin ich ein bisschen außer Atem gerade. Nicht mehr ganz so viel holt. Und dann haben wir das hier unten doch ganz schick zugemacht. Das hat der Gegner auf unserer Seite noch nicht ganz geschafft. Da hat er ein bisschen mehr Angriffe, glaube ich, gebraucht. Und ich gucke mal gerade, My Team Defense, das kann man das ja immer sehen. Also auch meine Base, glaube ich, hat es bisher nur ein Ding da gelassen. Ach nee, ein. Warte mal, meine Base war doch am Boden, oder nicht? Ach nee, meine Base ist noch nicht am Boden. Okay, kann ja noch kommen. Alles klar, ist noch alles offen hier, aber das haben wir schon mal im Sack. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Ich wollte eigentlich spenden hier. Das ist auch wieder dusselig, dass da oben jetzt ein paar Walküren auf waren. Dann können wir hier noch ein paar Walküren nachbauen. Dann bauen wir das mal in diese Armee hier rein. Und dann hoffe ich, das Ganze hat euch doch etwas gefallen. War jetzt heute mal ein bisschen was anderes. Also mit der komischen Queen hier, die haben wir uns jetzt auch gar nicht mal so hart angeguckt. Aber scheinbar funktioniert es ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß auch an den coolsten Sneakies, auch wenn sie von mir kommen und eigentlich nur eine Erklärung oder eine Meinungsbildung von mir darstellen, ist, glaube ich, nicht so schlimm. Hauptsache würde ich sagen, wir machen was, wir kommunizieren so ein bisschen und dann bleibt mal am Kanal dran, bleibt an den Livestreams dran, Freitag, Samstag, vielleicht Sonntag, weiß ich noch nicht. Es gibt was Nettes zu gucken und wir machen ein bisschen Live-Action, Live-Fail, wie gehabt, wie gewohnt. Bis dahin, Leute, habt ein schönes Wochenende. Euer Toto. Clashed.